Ja, auch in Dippoldiswalde ist am Wochenende große Schuleinführung und ab Montag sind die kleinen Schulanfänger unterwegs. Wir haben ja drei Grundschulen in Dippoldiswalde. Wir sind heute hier an der Grundschule in Seifersdorf. Hier werden 24 Schüler eingeschult und in einer Klasse. Dann haben wir noch die Grundschule in Schmiedeberg. Da werden zwei Klassen gebildet mit 56 Schülern. Und wir haben die Grundschule in Reichstätt. Da kommen sogar drei Klassen neu zusammen mit insgesamt 70 Schülern. Wir sind schon alle ganz aufgeregt, die Lehrer warten auf euch und ja, es ist, denke ich, alles gut vorbereitet für den ersten Schultag. Ja, liebe Autofahrer, ab Montag ist es wieder soweit. Unsere Schulanfänger werden die ersten Wege zu ihrer Schule zurücklegen. Auch wenn wir durch die Firma Pötsch gesponsert für alle Schulanfänger eine Warnweste haben, sie sind sicherlich gut zu sehen. Bitte, bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig und vor allen Dingen die ersten Wochen nehmen Sie Rücksicht, wenn die kleinen Zwerge an der Straße sind. Unser Förderverein der Feuerwehren wird auch noch ein kleines Geschenk für alle Schulanfänger bringen und das wird durch die örtlichen Feuerwehren übergeben werden, liebe Kinder, freut euch im September drauf, da kriegt ihr noch mal ein Geschenk. Ja, liebe Kinder und liebe Eltern, ich wünsche Ihnen am Wochenende eine tolle Schuleinführung und übergebe euch symbolisch schon mal die erste Zuckertüte.